Ich bin Hauptkommissar Karl Held vom OK, Abteilung verdeckte Ermittlung. Oh, du Fröse. Charlie, Otto. Ab. Ich brauch was. Hau ab. Ihr könnt mich doch jetzt nicht auf dem Trockenen sitzen lassen. Ich dreh durch, Jungs. Danke, Charlie. Vergesse ich dir nicht. Er liefert gute Informationen. Ich lieber deine Pension. Scheiß auf die Pension. Einer unserer Informanten hatte meinen Kollegen Otto Tötter mit Lasky zusammengebracht. Wo sind die Papiere? Unten im Auto. Moment mal, Lasky, wir haben ausgemacht. Ich lauf doch nicht mit so einer dicken Akte durch die Gegend. Lasky und sein Komplize wollten uns Belege über einen geplanten Subventionsschwindel in den neuen Bundesländern verkaufen. Es ging um den Erwerb dieser Deponie. Durch Schiebereien mit Treuhandvertretern sollte die für ein Appel und ein Ei an ein Frankfurter Unternehmen fallen. Herzog Investments. Nach außen eine ganz legale Transaktion. Wir vermuteten, dass der zuständige Umweltreferent Trampe. Trampe hieß er, richtig. Dass der mit drin hing. Mit dieser Geschichte hoffen wir endlich, den Paten von Frankfurt festnageln zu können. Janusz Herzog. Aber dann wurde mein Partner von Lasky erschossen. Scheiß Kerl Herzog, das sieht doch ein Blinder mit seinem Krückstock. Möglich. Aber wir können es nicht beweisen. Also vergessen Sie es ganz schnell wieder. Vergessen? Die Typen haben meinen Partner kalt gemacht. Einfach so. Weil er ihnen im Weg war. Einfach so. Und ich soll vergessen, wer das eine Drecksfinger mit drin hat. Nichts gegen Herzog in der Hand. Nichts wie Charlie. Herzog. Früher mal Rausschmeißer. Türsteher im Rotlichtmilieu. Ein paar Jahre später gehört ihm die erste Kneipe. Er kauft Bars, Bordelle, Spielclubs und scheffelt ein Vermögen. Seine legale Fassade. Herzog Investments. Immobilien, Fabriken, Baufirmen. Aber mit einem Bein steht er natürlich noch immer im kriminellen Milieu. Herzog hat überall Freunde, Charlie. So einen kleinen Wald- und Wiesenkriminalisten dreht er durch den Wolf. Um an ihn ranzukommen, gründete ich eine Firma und bezog eine entsprechende Wohnung. Mit Kamin, versteht sich. Hier brauchst du ja eine Straßenkarte, um das Klo zu finden. Mit Whirlpool. Oh, ja. Dieses Leben in Reichtum und Luxus bedeutete zugleich dauernde Lebensgefahr. Darum brauchte ich einen zuverlässigen Begleiter. King wurde mein Chauffeur und Bodyguard. Im wirklichen Leben Erich Grobecker, ein frühpensionierter Polizist. Ich schlüpfte in die Rolle eines ehemaligen Stasi-Offiziers, der brisante Informationen zu verkaufen hat. Alles Embargo-Sünder, die uns mit Hightech und anderen militärisch nutzbaren Gütern versorgt haben, die nicht in die DDR exportiert werden durften. Für das Risiko haben die Westfirmen kräftig überhöhte Preise berechnet und natürlich diese Lieferungen hier nicht versteuert. Und? Allein deswegen könnte man heute einer Menge Leute eine Menge Ärger bereiten. Wir sind keine Erpresser, Herr von Hellberg. Wir kaufen Grundstücke, bebauen und vermieten sie. Jan Herzog ist einer der größten Immobilienbesitzer der Stadt. Die nützlichste Ware, die ich kenne, ist die Information. Während wir auf eine Antwort von Herzog warteten, bemühten wir uns, in der Szene bekannt zu werden. Dabei lernte ich Barbara kennen. Darf ich? So ein Scheiß, Papa kommt nicht mehr. Doch, hat er versprochen. Meine Frau, meine Tochter. Wie viel? 4. Ja. Wir wussten, dass Herzog uns beobachten ließ. Aber auf mein Angebot reagierte er nicht. Gehört auch zur Ausbildung. Nee, zuckt doch. Warum der sich nicht rührte, ob der vielleicht Lunte gerochen hatte, wussten wir damals auch. Wusste die Polizei damals auch nicht. Inzwischen war Jerry Goldstein in Deutschland eingetroffen, ein amerikanischer Drogenboss. Kurz davor oder danach, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Kurz danach gab es eine Schießerei im Rotlichtbezirk. Dann wurde Lasky im Gefängnis ermordet. Wir dachten, ausländische Banden, vor allem italienische, wollten Herzog aus dem Geschäft drängen. Aber dann brannte das Restaurant von Vincente. Mario Vincente, hiesiger Statthalter des mächtigen Vincente-Clans. Tja, wer kämpfte gegen wen, wer war mit wem verbündet? Wir hatten nicht den leisesten Schimmer. Herzog rührte sich nicht. Irgendwie mussten wir mit ihm in Kontakt kommen. Wir wussten, dass sein Sohn Bluter ist.
Blut ist? Los, ins Krankenhaus. Los doch, ins Krankenhaus! Herr von Hellberg? Guten Abend. Ich heiße Jan Herzog. Sehr angenehm. Ich möchte mich bei Ihnen bedanken. Bei Ihnen beiden. Aber ich bitte Sie. Wir waren zufällig zur Stelle. Darf ich Sie einladen zu einem kleinen Imbiss? Sie beide? Würde mich freuen. Morgen Abend. 8 Uhr? Gerne. Telefonüberwachung. Noch heute. Ich bitte dich, wie soll ich denn die begründen? Ja, was weiß ich? Erzähl meine. Jetzt warte doch. Um 11 habe ich Termin bei Gericht. Erzähl dem Richter. Erzählen Sie halt dem Richter, dass Herzog diesen amerikanischen Drogenboss trifft, Jerry Goldstein. Reicht das nicht als Begründung? Die organisierte Kriminalität in. Ich habe das richtig verstanden, Herr Staatssekretär, dass Sie jetzt die Justizministerin sich hier ganz zum Teil wagen Vermutungen, fahrlässigen Behauptungen über ihren Verbreitungsgrad wird die Öffentlichkeit. Kein Mikro. Aus meiner Sicht. Wieso nicht? Nicht heute Abend. Das wäre zu gefährlich. Wir fahren jetzt los. Seid ihr heute unsere Rückendeckung? Mensch, ausgerechnet heute. Meine Frau hat Opernkarten. Soll ich allein fahren? Du hast wohl nie was vor, wie? Weißt du eigentlich, was es heißt, gelegentlich verabredet zu sein? Den Quatsch muss ich mir schon von meiner Mutter anhören. Du bist doch nicht glücklich. Du bist doch kein glücklicher Mensch. Und komm bloß nicht auf die Idee, dass du mich glücklich machen möchtest. Muss an meinem Blutdruck liegen, dass ich so schwitze. Ich hätte eher auf Wechseljahre getippt. Hast du das öfter? Die Orangen. Tut mir leid, ich bin allergisch gegen Orangen. Verbrechen zahlt sich nicht aus, stimmt nicht. Der weiß eher, dass du da bist, als du selbst. Wunderschön haben Sie es hier. Meine Frau ist eine Innenarchitektin verloren gegangen. Jedenfalls gebe ich sehr überzeugend das Geld meines Mannes aus. Sieht man. Bach ist mein Lieblingskomponist. Meine auch. Die Invention. Nehmen Sie noch etwas von der Soße? Danke. Ja. Oh. Deine Medizin nicht vergessen. Dankeschön. Bitte. Sie wussten, dass mein Sohn krank ist. Er hat es uns gesagt. Was für ein Zufall, dass Sie gerade zur Stelle waren. Ja.
Prost. Die Krankheit hat er geerbt. Mütterlicherseits. Aber er wird es schaffen. Oh. Soll ich Ihnen heißes Wasser besorgen lassen? Nein, nein, danke. Väterlicherseits stammt er aus einer Familie von Überlebenskünstlern. Moment, Moment. Ja, das. Früher habe ich andauernd Fleisch gefressen. Ich war völlig aufgedunsen und fühlte mich echt mies. Jetzt packe ich kein Fleisch mehr an. Und es ist ein super Gefühl, gut in Form zu sein. Du bist doch wohl kein Fleisch, oder? Nein, nein, ich nicht. Ja, manchmal. Dann lässt sich halt mit. Eine ganze Serie von Einbrüchen. Ist ja furchtbar. Ja, man kann wirklich Angst bekommen. Die Wohnung neben mir haben Sie auch schon ausgeraubt. Ein Grappler? Danke. Wohnen Sie denn ganz alleine? Zufällen misstraue ich. Mhm. Prinzipiell. Lässt sich das nicht ändern? Ich weiß nicht. Am Ende tauscht man doch nur ein Übel gegen das andere ein. Champagner? Oh, besser nicht. Echter Kleinigkeitskrämer unter Jan Herzog. Immer schon gewesen. Hängt sich an die Strippe mit irgendwelchen Ex-DDR-Typen. Kennt ihr einen von Hellberg? Hat er die krummen Dinger in Mosambik gedreht? Seid ihr von der Gestapo? Was waren das für Geschäfte in Mosambik? Ganz normale Bankgeschäfte. Als was seid ihr gereist? Touristen. Aus der DDR? Aus der Schweiz. Und die Pässe? Für Stasi kein Problem. Seid ihr geflogen? Mit dem Schiff rübergeschippert. Hatte das einen Namen? Princess of Padua oder Padua, glaube ich. Eingetragen wo? Genua. Gut. Fast zu gut. Was? Seine Geschichte. Wer weiß schon, wo das Schiff eingetragen ist, auf dem er reist. Flagge! Flagge. Flagge. Oh, warten Sie. Sie haben deine Wimper. Danke. Wünschen Sie sich was? Geht in Erfüllung. Und wann? Herr von Hellberg? Also, was die mir da erzählt haben, so ganz allein in der Wohnung. Ja, meine Freundin wird ja sterben vor Angst. Zu Hause gesucht. Die haben mir wieder Vertretungsstunden aufgebrummt. Ich dachte, du wolltest erst heute Abend kommen. Da geht's nicht. Ach, Charlie. Unmöglich. Jetzt habe ich extra eingekauft. Tut mir leid. Was soll ich Bienchen erzählen? Die freut sich auch schon. Sage ihr, dass ich sie lieb habe. Was ist denn schon wieder los? Sonderauftrag. Wenn's klappt, ist eine Beförderung drin. Aber vorerst darf ich nicht drüber reden.
Die Rechnung für die Dachreparatur ist gekommen, krieg keinen Schreck. So viel? Dafür übernehme ich den Teppichboden. Der Vertreter kommt nächsten Dienstag. Was ist? Was machst du so? Der Anzug steht dir. Ja? Mhm. Danke. Ich habe noch nie eine Turnlehrerin gesehen, die so sexy aussieht. Ohne Witz. Wie viele Turnlehrerinnen kennst du? Wenn es zurückkommt, ist es dein. Wenn nicht, ist es niemals dein gewesen. All the times you've tried so hard, babe, but you would not see the line between the good and the bad, babe. Or maybe I was just too blind. And now you're trying to tell. This fall, the Russians are going to be bringing in their first. Diesen Herbst haben die Russen ihre erste Mohnernte. What we need are distribution points, especially in Eastern Germany. Vor allen Dingen in Ostdeutschland. Herzog companies would be the perfect cover. Herzog-Firmen wären eine ideale Tarnung. Wir handeln mit Immobilien, Jerry. We deal in real estate, Jerry. Aus allem anderen ziehen wir uns zurück. We're getting out of everything else. Yeah, but I'd cut you in real big, Jan. Ich würde Sie hoch beteiligen, Jan. Mein Nein ist endgültig, Jan. Innerhalb der nächsten 5 Jahre wird Herzog Investments ein streng legales Unternehmen sein. Will be a strictly legal operation. Was ist denn das? Meier, Rechtsanwalt von Herzog Investments. Hallo. Morgen früh reist er nach Florenz, angeblich um seiner Frau die Stadt zu zeigen. Aber unsere Vögelchen pfeifen was anderes von den Dächern. Er will sich mit Vincente treffen. Jan, da ist eine Trampe, der möchte dich sprechen. Nicht jetzt, bitte! Ich kann mit Frauen umgehen, was? Trampe steckt in Schwierigkeiten. Was, Trampe? Der vom Umweltreferat Bitterfeld? Mhm. Die Kripo ermittelt gegen ihn. Die Welt ist ein Dschungel. Nicht jeder kann überleben. Für uns wäre es besser, wenn er nicht ausgewechselt würde. Danke, Doc. Hey, den besten Champagner, den ihr. Bringt diesen Verdursten denn da auch etwas? Na, siehst du, wenn der bei uns was rausbekommen möchte, dann würde er sich doch nicht zurückziehen, sobald wir über das Geschäft reden. Entschuldigung. Aber der, statt die Uhren aufzureißen, hängt sich an die Bar. Vielleicht ist gerade das seine Gerissenheit. Manchmal traust du dir selbst nicht, ne?
Hellberg. Ich möchte jemanden vorstellen. Herr Trampe, ebenfalls aus den neuen Bundesländern. Aus Bitterfeld. Angenehm. Herr Herzog, ist es mir eine große Ehre. Herr Trampe hat Probleme. Ja. Soll abgesägt werden. Ein Freund von Ihnen? Für meine Freunde würde ich alles. Für die bin ich eine Art Lebensversicherung. Gibt's die noch? Diese alten Stasi-Seilschaften? Natürlich. Und Sie haben dazu Verbindung? Soll ich mich für ihn verwenden? Umweltreferat Bitterfeld. Danke. Wenn man was erreichen will, ja? Muss man hin und wieder mit sowas winken. Junge, die Nummer habe ich erfunden. Sprichst du den nächsten Satz im Liegen. Das ist für Sie. Conny! Fahr ein bisschen vorsichtig, hm? Ciao. Wieso? Ich fahr doch immer vorsichtig. Hey, warte mal! Mein Bruder drückt auf die Tube, als wenn er noch ein zweites Leben im Kofferraum hätte. Mach's gut, Schwesterchen! Mach kein Drama draus. Schnelle Reaktion. Danke. Niemand zu entdecken. Das war perfekt geplant. Manchmal ist ein bisschen Glück zu haben der perfekteste Plan. Warum ist ja alles noch? Ich glaube, wir können jetzt alle was zu trinken brauchen, denke ich. Das ist nicht dein Ernst, ja? Wir können doch jetzt nicht einfach was trinken gehen. Wenn du dich jemand hat auf dich geschossen. Wenn du dich etwas beruhigst, wirst du feststellen, dass mir nichts passiert ist. Aber du hättest tot sein können. Eine Verwechslung vermutlich. Ein dummer Spaß. Das findest du spaßig? Na komm, lasst uns was trinken. Bringt mir den Spaß vor. Setzt Himmel und Hölle in Bewegung und bringt ihn mir. Ich will jetzt nichts trinken. Ich will wissen, wer da geschossen hat. Bei mir würde er ausgetauscht, wenn einer nicht spurt. Okay, Sie sind sentimental, sehe ich schon.
Er lässt nie jemand wirklich an sich ran. Worauf ich nicht alles verzichtet habe, seinetwegen. Auf ein Familienleben. Auf meine Karriere. Jetzt hör schon auf, Michelle. Deine alten Schlager waren vielleicht erfolgreich. Aber dann hast du dir ein ganzes Jahrzehnt Zeit genommen, um was Neues zu üben. Aber das Ergebnis will keiner hören. Diese Stasi-Papiere, die Sie gern verkaufen möchten. Wir nehmen sie. Tut mir leid, da kommen Sie zu spät. Die sind bereits verkauft. An wen? Möchten Sie für mich arbeiten? Ich zahle gut. Na, wie wär's? Ich tauge nicht zum Angestellten. Partnerschaft, vielleicht. Aber Abhängigkeit. Normalerweise kaufe ich mir die Menschen, wie ich sie brauche. Das habe ich vermutet. Ich warte darauf, dass ein richtiger Mann auftaucht. Ein ganzer Kerl. Ganz von diesen Rattengesichtern. Einer mit Mummen in den Knochen. Unbestechlich. Was denken Sie denn? Ich kann hier doch nicht alles einfach stehen und liegen lassen und mit Ihnen spazieren gehen. Natürlich habe ich Lust. Bei dem schönen Wetter. Ich weiß doch, dass Sie ganz verrückt nach mir sind. Nicht hier. Sind Sie verrückt? Hier ist weit und breit keine Menschenseele. Wow. Zieht seine Lebemann-Nummer ab. Hast du auch schon mal davon geträumt, nackt im Regen zu liegen und eine tolle Frau zu bumsen? Das ist mein Lieblingstraum. Hm. Hallo? Ist jemand zu Hause? Anneliese? Ein kleines Fröschchen, hallo. Mmh. Guck mal, was Papa dir mitgebracht hat. Oh, danke. Bitte. Jetzt ist der Vertreter weg. Oh, für den Teppichboden. Er hatte keine Zeit mehr. Tut mir leid. Was soll das werden? Ich finde, dass mein Hintern schlaff wird. Was? Mein Hintern wird schlaff. Was redest du da für einen Blödsinn? Ich jogge, ich treibe Gymnastik. Trotzdem fängt mein Hintern an zu hängen. Hm. Hängt vielleicht mit der Schwerkraft zusammen. Komm her. Ich mag deinen Hintern. Schwing ihn sofort zu mir rüber.
Eigentlich wolltest du doch schon gestern Abend da sein. Ist was dazwischen gekommen. Willst du mal sehen, was ich eingekauft habe? Wieso kann ich dich eigentlich nie telefonisch erreichen? Jeder Mensch ist doch irgendwie telefonisch erreichbar. Wenn du meine Dienststelle anrufst, rufe ich zurück. Ja, in 2 Stunden oder 3 Tagen. Wieso kann ich dich nie persönlich anrufen? Wozu diese Geheimniskrämerei? Nun lächle doch mal, ja? Was ist denn los mit dir? Ist doch völlig egal, was mit mir los ist. Hier für dich. Ist es Schnupfen? Da. Nein, bitte nicht. Ja. Schluck das. Lecker. Soll ich miterzählen? Nein. Nein. Runter damit. Das bewegt sich ja. Unser Festessen heute Abend. Frischer Hummer. Das habe ich noch nie gegessen. Keine Ahnung, wie man das zubereitet. Stell Wasser auf, es muss kochen. Der lebt ja noch. Na, natürlich lebt er noch. Na, pass doch auf. Wo fasst mir so ein Hummer denn an? Halt ihn fest. Halt ihn fest. Aua. Halten. Halten. Jetzt krabbelt er unter den Schrank. Heute Abend taucht er in unserem Bett auf. Schmeiß ihn in den Topf. Der lebt ja noch. Ich kann doch nicht ein lebendes Wesen in brühend heißes Wasser werfen. Und was soll man sonst mit ihm tun? Gemeinsam Fernsehen? Na, komm her, Hummer. Kathrin? Ja. Okay. Ja. Warum fasst du ihn nicht an? Nein, bitte, hör auf. Nein, nein! Oh. Wollen wir nicht lieber die Buletten essen, die ich vorbereitet habe? Mit Knoblauch und Zwiebeln? Die haben wenigstens keine Beine und krabbeln überall hin. Hummer? Unsere neue Fahndungseinheit gesehen? Morgen. Hier. Zentral eingekauft, im Dutzend, weil es billiger ist. Natürlich ganz unauffällig, nee, wenn die beim Observieren hinter einem herfahren. Tag, Herr Oberle. Gestern Abend hat Möllbach noch bei mir zu Hause angerufen. Staatssekretär Möllbach. Ja, verstehe nicht. Der Verein ist ganz wild darauf, diesen Spieler einzukaufen, Spitzenmann aus Italien, aber der kostet halt viel Geld. Und da möchte der Staatssekretär gerne wissen, natürlich unter der Hand, ob was gegen Herzog vorliegt. Was hat das miteinander zu tun? Na, Herzog ist als Mäzen ja öfter hervorgetreten, ne? Ich verstehe den Zusammenhang nicht.
Staatssekretär Möllbach ist der Vereinspräsident. Nicht? Und Herzog bietet 1,5 Millionen, die Ablösesumme für den Spieler. Aber dafür will er auch in den Clubvorstand. Wenn der Staatssekretär Bedenken hat, dann soll er es nicht machen. Informieren Sie die Kripo, die Ermittlungen gegen diesen Trampel sollen eingestellt werden. Das Umweltreferat Bitterfeld. Die sollen eingestellt werden, vorerst. Danke. Wird meine Position bei Herzog stärken. Seien Sie vorsichtig, Charlie. Ich habe Herzog das Leben gerettet. Er vertraut mir. Je weiter wir nach oben vordringen, desto verworrener wird alles. Zu viel haben Angst. Und zu viel zu verlieren. Job, Geld, Auto, Leben. Was Neues über den Attentatsversuch? Ja, der war erstklassig vorbereitet. Kaum Spuren, ein Schuhabdruck, eine Stofffaser an der Dachrinne. Sie müssen rüber, Charlie, tut mir leid. Zimmer 411. Ich kann Ihnen das nicht ersparen. Naja, viel Glück. 18. Frau Laurich, das Ministerium, der Herr Möllbach. Mann, schon 10 Uhr. Und ich bin schon restlos bedient. Bierchen gefällig? Nein, nein, danke. Tür zu! Leck mir am Arsch. Kein Respekt vor der Polizei. Wenn du so schnell die Hosen runter hast, wie ich die Zunge draußen. Na? Hotte ist ja gut drauf heute. Er ist befördert worden. Hotte? Er war halt dran. Nach Leistung geht's hier doch nie. Allerdings. Wegen Operation Bernstein, der VE-Einsatz bei Herzog. Genau, ich bin nicht taub. Bleiben Sie dabei, Herr Hauptkommissar, dass weder Sie noch Ihr verstorbener Kollege Tötter je Rauschgift verteilt haben. Ja. Als Polizeibeamter wissen Sie, was solche Vorwürfe bedeuten. Sie haben das Recht, die Aussage zu verweigern und einen frei von Ihnen gewählten Verteidiger zu befragen. Ich bin bereit, auszusagen. Das ist Oberstaatsanwalt Dr. Holzer. Guten Tag, Herr Holzer. Darf ich mich dazusetzen? Ja, bitte. Es ist doch ein offenes Geheimnis, dass wir Süchtige als Informanten benutzen. Haben Sie einem Heroin verschafft? Nein. Ihr Kollege auch nicht? Vielleicht hat er mal einem Informanten was gegeben. Keine Ahnung. Und Sie haben das billigend in Kauf genommen? Ich sage Ihnen doch, ich weiß es nicht. Aber wie soll man denn sonst an Informationen rankommen? Vor dem Gesetz ist das genauso strafbar wie ein Verkauf. Ich kenne die Gesetze. Aber der Gesetzgeber kennt nicht die Straße. Als Polizist sollten Sie Gesetze nicht kritisieren, sondern respektieren, Herr Hauptkommissar. So ein kleiner Fixer, wem schadet er schon? Das arme Schwein ist krank und hilflos. Man kann ihm nur über die nächste Nacht helfen und dafür liefert er Informationen. Kennen Sie sich? Hallo, Charlie. Trifft es zu, Herr Hauptkommissar, dass Sie und Ihr verstorbener Kollege diesen Mann hier regelmäßig mit Drogen versorgt haben? Nein. Und Sie haben ihn auch nicht erst kürzlich aufgefordert, über die kleinen Gefälligkeiten, die Sie und Ihr verstorbener Kollege ihm erwiesen haben, nichts verlauten zu lassen? Antworten Sie, Herr Hauptkommissar. Charlie, tut mir so leid. Die Fragen und Fragen. Tut mir echt leid, Charlie. Ist ja gut. Na komm, ist ja gut.
richtig zu lang traut er sich wohl nicht bei seinem Boss. Na, Charlie? Wie ist die Form? Mal sehen. Zeit! Der kann gut boxen, was? Wer, Jan? Mhm. Ist noch vor 30 Jahren sehen sollen. Was hier wohl für euch? Guter Mann. Damit sie sieht, dass du stark bist, und dann onanierst du, damit sie sieht, dass du unabhängig bist. Hi. Ich hätte den Karl natürlich auch Gebrauch kaufen können, aber was soll's? Wegen einer lumpigen Million mich auf den Lokus setzen, in den andere schon reingeschissen haben? Hä? Hallo? Was machst du denn beim Boxen? Was wollte er von dir? Gehe? Er wollte wissen, mit wem ich hier bin. Und? Was hast du gesagt? Na, dass ich mit dir hier bin. Ein verdeckter Ermittler. In deiner unmittelbaren Umgebung. Wir müssen dringend rausfinden, wer er ist. Und auf diesen Informanten ist Verlass? Ja. Gibst du Mama ein Glas? Nee. Bitte? Nee, du willst ja bloß schummeln. Nee, will ich nicht. Doch, immer wenn ich weggucke, schummelst du. Wo steckst du denn? Also weißt du, du lässt dich eine Stunde lang allein. Ich soll ihre Schulaufgaben machen. Bienchen! Wo warst du? Bei meinem Therapeuten. Was? Du hast mir nichts davon erzählt, dass du zu einem Therapeuten gehst. Das ist auch meine Sache. Ah, findest du, dass mich das nichts angeht? Jetzt mach keinen Riesenwirbel aus nichts. Bist du krank? Nein. Das will mir einfach nicht in den Kopf. Wieso ein Therapeut? Manchmal fühle ich mich halt einfach elend. Immer weiter, Papa. Gleich. Hast du gesehen? 35 Mark der Quadratmeter. Verlegen müsstest du allerdings selbst. Hm, schön. Irgendwas muss sich ändern, Charlie. Das hält doch keiner mehr aus. Die
vielen einsamen Nächte. Ich dachte, ich käme damit irgendwie klar. Scheiße. Zeig mir ein Paar, das keine Probleme hat. Das ist doch nichts Besonderes. Alle haben hin und wieder Schwierigkeiten. Papa! Ja, das ist doch kein Grund, gleich zum Therapeuten zu rennen. Was ist das für ein Fall, an dem du gerade arbeitest? Wirtschaftsverbrechen. Kannst du aussteigen? Unmöglich. Steig aus diesem Fall aus, bitte. Hast du gehört? Hast du gehört? Ich sag dir doch, das ist ausgeschlossen. Soll ich einen Witz erzählen? Nein. Nein. Mein Vater hat immer gesagt, geh nie mit einem Polizisten. Was hab ich gemacht? Ich hab einen Polizisten geheiratet. Wenn sie kommen, schließen wir das Geschäft ab, aber ganz unauffällig. Ja, Mann, ist schon wieder ein ganzer Tag vorüber. Man ist gar nicht zum Reden gekommen. Hey, pass doch auf. Hier, ist der Dr. Kilian noch raus? Abteilungsleiter gesprochen. Wo ist denn das? Zweiter Stock, Sitzungsraum 219. Was gibt's denn? Beschwert sich schon, dass das Unkraut zu ihm rüberwuchert. Ich komme einfach nicht dazu, mich auch noch um den Garten zu kümmern. Früher hast du jede freie Minute herumgepuzzelt. Held? Für dich. Du musst sofort kommen, Charlie. Tut mir leid. Ist doch nicht dein Ernst. Was ist denn los? Kann ich nicht sagen. Okay. Ich bin in 40 Minuten da. Du gehst Versuch jetzt doch bitte, nicht, Charlie. Hör auf. Nein, ich höre Versuch nicht doch bitte, King anzurufen. Wer ist diese Frau? Triffst du dich jetzt mit der? Das ist beruflich. Du gehst jetzt nicht durch diese Tür, ohne dass du mir sagst, wen du jetzt triffst. Ja Gott, das ist Renate. Ja? Und? Meine Kollegin ist eine Lesbe. Zufrieden? Du kannst mir viel erzählen. Renate. Guten Abend. Guten Abend. Herzog weiß über euch Bescheid, wir brechen die Aktion ab. Sofort. Aber was ist denn Nein, los? Schluss aus, ihr seid verbrannt. Die Telefonüberwachung hat alles mitgehört. Es ist schiefgegangen, sowas muss man mit einkalkulieren. Moment mal, was hat die Telefonüberwachung mitgehört? Gonzo, Herzog hat Gonzo Ritzek angerufen. Er weiß, dass verdeckte Ermittler in seine Firma eingeschlossen sind. Wenn ihr ans Chemischell kommt, sollt ihr eliminiert werden. Sowas sagt er offen am Telefon? Nein, natürlich verklausuliert. Aber es war sehr durchschaubar. Am Telefon? Herzog war noch nie so unvorsichtig. Er vermutet doch, dass er abgehört wird. Wir brechen die Aktion ab. Keine Diskussion. Was, wenn alles eine Falle ist? Charlie, Herzog fackelt nicht lange. Wenn jetzt keiner von uns im Chemischell auftaucht, weiß Herzog, dass wir die Polizeispitze sind. Kommen wir aber dahin, ganz ahnungslos, können wir es nicht sein. Denn ihre verdeckten Ermittler hätte die Schmierer längst gewarnt. Und wenn du dich irrst, wenn Herzog tatsächlich Bescheid weiß. Der ist total behämmert. Muss ja nicht mitgehen. Wenn du Angst hast. Thank you.
Ist das Mikro? Ja. Du, vielleicht habe ich später keine Gelegenheit mehr dazu. Du bist ein prima Kumpel. Und ein wirklicher Freund. Ist egal, wie es ausgeht, Charlie. Ich hab's genossen, dabei zu sein. Was suchen Sie dann hier? Es ist noch nicht geöffnet. Herr von Hellberg? Ja? Dr. Meyer ist unser Rechtsberater. Wir haben ein Problem, Herr von Hellberg. Jan lässt sich vielmals entschuldigen. Er musste zu einer Besprechung. Was ist? Ist Ihnen nicht gut? In meiner Garderobe habe ich Tabletten. Ihr wirklicher Name ist gar nicht von Hellberg. Falls du ein Mikro suchst bei mir. Du musst es gründlich tun. Fass mir zwischen die Beine. Na los, fass mir zwischen die Beine. Nein. Wäre es möglich, dass die Polizei Sie sucht? Mich? Nicht unbedingt einen von Hellberg, wohl aber einen Kai Heller. Früher Ost-Berlin. Kommerzielle Koordinierung. Kai Heller? Nie gehört. Dieser Heller? Alias von Hellberg ist seinerzeit sehr überstürzt aus Ost-Berlin abgereist. Warum? Keine Ahnung. Vielleicht gab es Schwierigkeiten. Welche? Wüsste nicht, was Sie das angeht. Sie fliegen sehr hoch. Aber Sie scheinen zu vergessen, dass die Luft da oben verdammt dünn ist. Jan Herzog möchte Bescheid über Sie wissen. Und zwar rückhaltlos. Ich muss doch putzen. Wiedersehen. Anscheinend haben Sie jemand umgebracht, Herr von Hellberg. Oder Heller. Oder wie immer Sie heißen mögen. Angeblich. Wen? Ein Geschäftspartner. Warum? Er hatte was genommen, das mir gehörte. Wie?
Wie hast du ihn getötet? Das Genick gebrochen. Beweise, dass ich es war, gibt es nicht. Anklage wurde nie erhoben. Probleme damit? Sie haben nur gemacht, was jeder von uns tun würde, wenn er mit einem Partner Unstimmigkeiten hat. Naomi, hat dir schon Anna gesagt, dass du ein entzückendes Hinterteil hast? In letzter Zeit nicht mehr. Scheint so, als hätten sie es geschluckt. Mein Gott, der schlottert auf einmal an die Knie. Jo. Wo hattest du das Mikro? In einem Schritt. Zwischen meinen Beinen. Ja? Operation Bernstein. Unser Mann hat den Komplizen von Lasky gefunden. Wo? Im Chemischell, der Bruder der Inhaberin. Hat der Bursche unseren VE erkannt? Noch nicht. Aber unser Mann ist äußerst gefährdet. Danke, meine Damen und Herren. Noch eine letzte Frage, Herr Herzog, spielen Sie selbst Fußball? Darauf kommt es doch gar nicht an. Der Vorstand soll ja nicht selber die Tore schießen, sondern dafür sorgen, dass Spieler eingekauft werden, welche die Tore schießen. Danke, das gelingt richtig. Herr Herzog, sind Sie denn Fußballfan? Aber klar doch. Ja, wollen Sie mit Ihrer großzügigen Spende den Fußball in Frankfurt stärken? Leistung soll belohnt werden, bin ich immer für eingetreten. Und außergewöhnliche Leistungen sollen außergewöhnlich belohnt werden. Herr Gaudino, kennen Sie denn schon Spieler aus Ihrer neuen Mannschaft? Ja, ich kenne schon ein paar Spieler. Herr Herzog, kommen Sie bitte. Auch die Partei braucht deine Hilfe, Jan. Lassen die guten Freunde euch im Stich? Der Wahlkampf steht vor der Tür. Und die denken nur an ihren Vorteil. Freundschaft und Geld, das ist wie Feuer und Wasser. Mit unserer Unterstützung haben sie große Profite erwirtschaftet. Und jetzt erweisen sie sich als kleinlich. Und da sind wir wieder gefragt. Hast du dich neulich erst bei ihr... Bei einer Anfrage im Parlament. Ja. Hast du da nicht bestritten, dass du mich überhaupt kennst? Jan, Stimmungslagen ändern sich. Jetzt hofft die Partei auf deine Hilfe und dafür wird sie sich erkenntlich zeigen. Ja?
Der Stadt gehören Grundstücke in bester City-Lage. Der alte Markt. Weder der Stadt noch dem Land gehören die, sondern einer Aktiengesellschaft. Bei der Stadt- und Landesregierung über die Mehrheit verfügen. Sämtliche Häuser dort stehen unter Denkmalschutz. Das ganze Gebiet. Die Gebäude bedürfen einer dringenden Sanierung. Ich könnte da wirklich was Großartiges hinstellen, Hans. Einen echten Anziehungspunkt für alle, die unsere Stadt besuchen. Unmöglich, Jan. Ich tue dir gern jeden Gefallen, das weißt du. Bloß diesen Wunsch. Schau sie dir an, Hans. Schau sie dir genau an. Die ist uralt. Über 2000 Jahre, aus dem alten Rom. Siehst du die zwei Gesichter? Eine der römischen Götter. Janus. Janus. Richtig, Janus. Zwei Gesichter und genau das sind wir. Wir Unternehmer und ihr Politiker. Zwei Seiten derselben Münze. Manchmal könnt ihr nichts ausrichten, weil ihr zu viel Rücksicht nehmen müsst auf die öffentliche Meinung. Ihr wollt ja schließlich wiedergewählt werden. Dann braucht ihr uns. Und manchmal behindern Einschränkungen, Verordnungen, Gesetze unsere Geschäfte. Dann brauchen wir euch. Wir arbeiten beide für das gleiche Ziel. Wir wollen beide, dass dieses Land blüht und gedeiht. Nebenbei wollen wir unsere Macht mehren und unseren Wohlstand vergrößern. Natürlich muss auch noch was dabei rausspringen. Wir sind ja keine Kommunisten. Die sind auch nicht mehr in Mode. Die besten Geschäfte sind die, bei denen beide Seiten ihren Reibach machen. Die Mehrheit am alten Markt ist nicht billig. Für 50% der Stimmanteile plus eine, roundabout 300 Millionen. Plus eine angemessene Wahlkampfspende für die Partei. Wir planen eine Bürgerinitiative, meine Freunde und ich. Auf allen Plakaten groß dein Kopf und darunter für ein lebenswertes Hessen. Würde dir das gefallen? Ja. Dieser Kauf macht dich zum größten Grundbesitzer der Stadt und zu einem ihrer angesehensten Bürger. Deine ganze Vergangenheit wäre ausgelöscht. I know what you girls like. We're gonna have great fun. Boah, das hat wunderbar geschmeckt. Aber teuer. Wer Geld ausgibt, hält die Welt in Gang. Gut gegessen? Hübsches Mädchen. Geht gern ins Heu. Offenbar zieht sie ihm einem guten Gehlen vor. Schnüffelt er darum dauernd hinter mir her? Oh, sehen Sie es ihm nach. Oder not?
Die haben soeben das Roma verlassen. Wir bleiben am Ball. Monsieur Dame, fährt Roger wieder Spiel zu machen? 25, 34. Bitte. 27, 30. Entschuldigung, wo sind die Platz nehmen? 18, 11. 26, 20, 24, Schwarzkörper. 3000 sind bewilligt. Hm? Mehr dürfen wir auf keinen Fall verlieren. Ja, ja. Thank you, Sherry. Aber stört es auch nichts? Wenn man wissen will, was ein Pferd wert ist, muss man die Latte hochlegen. Wollen Sie ein bisschen Geld machen, Charlie? Klar, darum sind wir doch hier. Verdienen Sie gut? Genug. Genug ist zu wenig. Skorpione haben immer Glück im Spiel, Fische überhaupt nicht. Jan ist ja ganz begeistert von Charlie. 4,9 bitte. Na, umgekehrt doch auch. 4,9. Und dabei ist Jan der misstrauischste Mensch, den ich kenne. Manchmal denke ich, er muss ziemlich einsam sein in seiner Luxusvilla da draußen und seinem marmornen Prunkbüro. Die 5. Ich setz die 6 und es kommt die 5. Typisch Fisch, sag ich ja. Warum heiratet ihr nicht? War das indiskret? Jan würde niemals seine Frau verlassen. Und Sie? Wollen Sie denn Ihren Charlie heiraten? Rien ne va plus. Keine krummen Sachen mehr, klar? Legal. Verdient man hier bei uns mehr. Verstehen Sie? Ganz legal. Sie gründen eine Firma in der Schweiz. Ich bin beteiligt, aber nicht dabei. Keine Verbindung zu irgendeiner von meinen Gesellschaften. Die soll ich leiten. Sie sind genau der Richtige. Ein ausgekochter Bursche, falscher Name, aber tüchtig und sympathisch. Eine Leiche im Keller, die aber nicht stinkt. Was hätte ich zu tun? Einen guten Eindruck machen. Und den Geldanlegern verklickern, wie brillant das Projekt ist. In einem Jahr können die ihr Geld verdreifachen. Klingt vielversprechend. Und ob das vielversprechend ist? Der größte Deal aller Zeiten, Charlie. Darf man mehr wissen? Oder ist es ein Staatsgeheimnis? Natürlich können Sie Bescheid wissen. Sie gehören ja jetzt zur Truppe. Ich habe viel mit Ihnen vor. Bloß keine Kommentaren, klar? Nichts hinter meinem Rücken. Versuchen Sie nie, mich reinzulegen. Dann ist alles in Ordnung. Kennen Sie den alten Markt? 14.715. Kinder, Kinder. Du bist der Größte. Oh. Ja, 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 ja. Toll. Oh, 40.000 Lieder. Entschuldigung. Charlie, soll ich die Piepen morgen lieber auf die Bank bringen? Was meinst du? Die musst du abliefern. Abliefern? Die habe ich gewonnen! Mit dem Geld des Steuerzahlers. Wir haben es geschafft, King.
Wir sind dran. Ganz oben. Klingt alles fantastisch. Es ist fantastisch. Wir sitzen an der Quelle. Jetzt sahen wir es diesem Schweinehund heim. Herzog hängt am Haken. Kaum zu glauben, Charlie, aber du hast ihn am Haken. Jetzt kriegen wir ihn. Ausgerechnet jetzt will er weg vom OK. Stell dir vor. Stimmt das? Naja, der Posten des stellvertretenden Dienststellenleiters beim Diebstahl soll demnächst neu besetzt werden. Diebstahl? Weniger Überstunden, bessere Bezahlung. Was tut ein stellvertretender Dienststellenleiter? Dienstpläne schreiben. Ja, ja, ja. Kriegst du keine Hämorrhoiden, wenn du da am Schreibtisch sitzt? Ich habe seit 12 Jahren Hämorrhoiden. Herrgott, ich bin fast 40. Irgendwann muss es doch auch in meinem Leben mal Klick machen. Ich kann doch nicht ewig als Pfadfinder durch die Gegend streifen. Gesundheit. Ich habe Nüsse gegessen. Gegen Nüsse ist er allergisch. Was passiert mit Ronny Berger? Wir brauchen einen Vorwand, um ihn aus dem Verkehr zu ziehen. Eilhilfe zum Mord. Nee, du wärst der einzige Zeuge. Und du darfst auf keinen Fall ins Spiel kommen. Das würde die ganze Operation gefährden. Halte dich in nächster Zeit vom Chemischell fern. Charlie? Wahrscheinlich klappt das mit dem Posten sowieso nicht. Hoffentlich. Zürich! Muss das sein? In dem Fall übernimmt doch Herzog alle Kosten. Mir war wichtig, dass Sie seine Aussage noch mal persönlich hören. Ja. Kann ich jetzt gehen, Frau Staatsanwältin? Ich rufe Sie an. Herr Doktor. Glaubst du ihm? Zu Hause alles in Ordnung. Offenbar haben Held und sein verstorbener Partner ihn tatsächlich regelmäßig für Informationen mit Drogen bezahlt. Weißt du, wie mir das vorkommt? Der Kanal ist verstopft. Der Kanalarbeiter steigt runter und räumt die Scheiße weg. Alle freuen sich. Aber sobald er wieder zurückkehrt zu den anderen, rümpfen sie die Nase. Weil er stinkt. Vielleicht hat Held nur das getan, was alle in seiner Situation auch tun. Oder fast alle. Aber soll ich dafür wegschauen? So tun, als wäre nichts gewesen? Schwamm drüber? Wir haben nun mal verteilte Rollen. Und ich bin die Vertreterin der Anklage. Aber was zum Teufel willst du? Ja, Held ist kein Bürokratenarsch, der nur heiße Luft produziert. Davon haben wir in der Behörde hier genug. Er ist mein bester Mann. Entschuldigen Sie, ich habe da ein Problem. Wenn Sie bitte mal schauen wollen, wie in aller Welt soll ich diese 14.715 Mark verbuchen? Unter welcher Rubrik? Ich weiß es nicht. Ja, aber wir können den Spielgewinn doch nicht einfach behalten. Ja, die aber auch nicht. Thank you.
Die Rüdli Properties kauft diese ruhende Aktiengesellschaft und reaktiviert sie. Sie halten die Anteile von Janosch Herzog. Abrechnungen laufen ausschließlich über dieses Konto. Und mit der Erklärung hier verzichten Sie auf alle Rechtsansprüche gegenüber der Rüdli Properties und Herzog Investments. Merci vielmals. Stellt sich Jan Herzog das vor, den historischen Baubestand am alten Frankfurter Markt einfach niederwalzen, Bürotürme da hochziehen. 30 Stockwerke übereinander. Wenn das Ding nicht läuft, wenn es schief geht, dann löst Herzog die Rüdli Properties auf, zieht den Stecker raus, Konten werden geschlossen und bis später dann. Heißt das? Sie lehnen ab. Wer ist nachher der Dumme? Ich? Oder Sie vielleicht? Als Geschäftsführer? Sehen Sie das Boot da hinten? Sicher. Stellen Sie sich vor, da sind Männer drauf, die nur auf ein Zeichen von mir warten, um hier hochzustürmen, sie ins Wasser zu zerren und zu ertränken. Ein tragischer Unfall. Das Signal könnte das hier sein. Ist nicht vor kurzem in Zürich ein Exilpolitiker so gestorben? Dann hätten Sie mal sehen sollen, wie schnell ich diese Leute da unten auf dem See zu Mördern gemacht habe. Vermutlich wird er nie wieder auf dem See ein Boot sehen können, ohne dass ihm die Knie zittern. Typisch für diese Clowns. Ihr ganzes Selbstbewusstsein beruht nur auf ihrem Geld. Aber halt ihnen ein Messer unter die Nase und sie scheißen sich in die Hosen. Sie gefallen mir besser, Charlie. Ich brauche die genauen Zahlen. Den Flug für Herrn Herzog morgen nach Zürich können wir stornieren. Hat sich jetzt erübrigt, richtig. Dass unser Schweizer Freund Schwierigkeiten machen könnte, habe ich vermutet. Wollte ihn mir persönlich vorknüpfen. Sie wollten persönlich? Warum schicken Sie dann mich? Warum sich einen Kettenhund halten und dann doch selber beißen? Weil ich dem Hund nie ganz traue. Keine meiner Kettenhunde. Charlie, nichts gegen Sie. So bin ich nun mal. Wiedersehen. Schönen Abend noch. Danke. Huh? Warum bist du nicht in Zürich? Ihr kennt euch? Ja. Geht Sie? Das war wieder ein Tag. Der reine Horror. Ciao, bis morgen dann, ja? Ciao. Was mir so gefehlt. Ja, Charlie. Das ist einfach schrecklich. Nimm dich zusammen. Immer wenn du dieses breite Grinsen im Gesicht hast, weiß jeder, was du denkst. Na und? Das geht aber heute Abend nicht.
Sorry, ich bin verabredet. Mit wem? Klassentreffen. Ich dachte ja, du bist verreist. Ach, jetzt sei nicht sauer. Schon in Ordnung. Wie gefällt dir mein neues Kleid? Du hast es ja gar nicht bemerkt. Fehlt nur eine Kleinigkeit. Was denn? Charlie! Charlie, du bist verrückt. Oh, Charlie, das ist sauer. Oh, gib's her. Charlie, gib's mir. Oh, danke. Oh, ist das schön. Danke. Oh, danke schön. Hast du dein Klassentreffen versäumt? Was denn für ein Klassentreffen? Bist du doof! Hilfe, Hilfe! Okay. Na, Charlie? War schön in Zürich? Wo willst du denn hin? Ins Casino. Meine 14.715 Mark wieder verspielen. Haben wir hier eine Vapri? Schwarzpfeffers. Schwächere, kinderreiche Familien, Rentner. Für die alte Bausubstanz nicht leichten Herzens diesen Verkauf zugestimmt. Niemand wird seine Wohnung verlieren oder seinen Laden. Und jetzt hören Sie mir doch mal zu. Soll denn dieser Spekulant immer mehr von unserer Stadt einsacken? Es gibt eine böse Form von Hämorrhoiden, wussten Sie schon? Kriegt man, wenn man zu vielen Arschlöchern zu lange zuhört. Aber die Sorge der Anwohner ist doch berechtigt, Herr Herzog. Alle wollen, dass alle schreien nach mehr Wohnraum. Modern, billig, citynah. Aber citynah sind Grund und Boden halt begrenzt. Den kann man nicht beliebig vermehren. Also steigen die Preise. Also, was rentiert nur noch? Hochhäuser. So hoch es irgend geht. Damit es mehr schöne, moderne, citynahe und doch bezahlbare Wohnungen gibt. So simpel ist es. Bloß begreifen diese Säcke das nicht. Die Rütli-Properties, die Rütli-Properties.
Properties, bitte lassen Sie mich das doch mal klären. Was hat Herzog mit den Häusern in der Ludwigstraße gemacht? Trotz aller frommen Zusagen vorher. Die Mieter rücksichtslos auf die Straße gesetzt. Eine 80-Jährige hat sich umgebracht. Sollen hier etwa auch Bordelle hin, wie in der Ludwigstraße? Wie viel hat Herzog dafür hingeblättert? Wir von der Stadtverwaltung wurde alles geschmiert. Wie oft sollen wir es denn noch wiederholen? Die Rüdli Properties ist eine Schweizer Gesellschaft, an der weder Jan Herzog persönlich noch Herzog Investments beteiligt sind. Was ist denn dann Ihre Funktion, Herr Dr. Meyer? Ich bin Anwalt der Rüdli Properties. Und zufällig auch von Herzog Investments. Wo haben Sie Ihren Wagen geparkt? In der Burgstraße. Sie wissen ja, wie unser Chefredakteur zu dem Projekt steht. Wird nicht leicht sein, es in unserer Zeitung zu platzieren. Was Leichtes kann jeder. Natürlich werde ich versuchen, was sich machen lässt. Vor 3 Jahren hatten Sie Probleme mit Ihrem Herausgeber. Jan Herzog hat Ihnen damals geholfen, Sie zu bereinigen. Ich weiß, dass ich in Ihrer Schuld stehe. Jetzt haben Sie Gelegenheit, Sie einzulösen. Was wir beweisen müssen, sind eindeutige Verbindungen zwischen Herzog Investments und Budu Properties. Läuft künftig alles über meinen Schreibtisch. Mensch, Charlie. Soll ich dir was sagen? Pfeif auf den stellvertretenden Dienststellenleiter. Wir machen hier das große Fass auf. Übrigens habe ich neulich von Gehlen was aufgeschnappt. 2 Typen bieten Age an, eine ganze Menge offenbar. Hängt Herzog mit drin? Mit sowas gibt er sich nicht mehr ab. Trotzdem interessiert? Immer. Wäre gut, wenn das Zeug vom Markt kommt. Und wir hätten im Amt einen schnellen Erfolg vorzuweisen. Kennst du ja die Grümmelkacker da? Restaurante Riviera. Die Namen von den Kerlen. Knöpfe ich mir vor. Gib dir keine Mühe. Sieht echt hübsch aus. Ja. Du warst doch mit ihr mal aus, hm? Beim Fußball, Eintracht Frankfurt. Und? Wie war's? Die Eintracht hat verloren. Kleine Aufmerksamkeit für euren neuen Busenfreund. Ciao. Hallo. Was machen Sie da? Wie geht's denn? Suchen Sie was? Ich hatte da noch Notizen. Wann machen wir mal wieder Musik? Sag mal.
Er mag sie wirklich. Wissen Sie das? Ja. Charlie? So eine Überraschung. Ich war gerade im Schwimmbad. Muss man für die Form tun. Ich muss ja fit bleiben. Stimmt es, dass Sie heute Geburtstag haben? Nein, werde in den Himbeeren aufgebunden. Trotzdem, ein kleines Geschenk von mir. Ehemalige Freunde von mir haben sich ein bisschen umgetan. Ein Pole arbeitet bei einer Transportfirma in Leipzig. Name und Adresse stehen auf der Rückseite. Der Typ, der auf Sie geschossen hat, Jan. Tut mir leid, dass es so spät geworden ist. Das war wieder ein Tag heute. Du hast mein Mitgefühl. Wir sind eine heiße Sache auf der Spur. Ist ja toll. Nächste Woche helfe ich dir mit dem Teppichboden. Ich verspreche es dir. Würdest du bitte die Tür zumachen? Kannst du mir was borgen? Na sicher. Im Moment kommt ein Haufen Kosten auf mich zu. Ich bin Millionär, du bist Millionär. Was reden wir vom Geld? Ich habe schon einen Kredit aufgenommen. Könntest du noch mal für 10.000 bürgen? Klar doch, Charlie. Geht klar. Danke. Ehrensache, na hör mal. Willst du wissen, wo ich die Piepen habe? Hm? Lieber nicht. Gut so. Barbara. Na, gefällt dir das Kleid? Ist von Charlie. Wunderbar. Gibt es auch ein Rot? King gehört bestimmt zu den unromantischen Typen, die ihrer Frau immer was Praktisches schenken. Was für ein Haushalt, eine Waschmaschine oder so. Hab ich recht, King? Einen extra Beifall für Michelle Berger. Danke, Michelle, dass Sie gekommen sind. Danke, danke. Ich bin sehr glücklich, hier zu sein. Als erstes
Ich glaube, es ist das Lieblingslied unseres hochverehrten Gastgebers. Schön, stimmt's ja? Das ist richtig, Lil. Was? Hey. Warum sind wir nicht reich zur Welt gekommen, King? Verrat mir das. Wir sind hier. Immer auf der Kriegsspur. Auf die Überholspur habe ich es nie geschafft. Ja, weil du bringst es fertig, den internationalen Geschäftsmann so glaubhaft zu nehmen, dass alle drauf reinfallen. In New York and Vegas don't like that kind of talk. Die Diskussion beunruhigt die Freunde in New York und Vegas. Kleine Fixer, schwer Drogenabhängige sollen straffrei bleiben. Das würde uns die Geschäftsgrundlage entziehen. Eine auch nur eingeschränkte Legalisierung des Drogenhandels würde uns in die Knie zwingen. Vorsicht, Jerry. Hat mich ein Vermögen gekostet. Darum pinselt ein Maler mit dem Vergrößerungsglas mehrere Monate. Gründe gegen die Legalisierung gibt es, denke ich, zu Dutzenden. Und einige davon sind zutiefst moralisch. Garantiert lässt er jetzt unser Kennzeichen überprüfen. Herrscht ja reges Leben dort drüben. Das sind nicht nur Kriminelle, die da verkehren. Das Who der Gesellschaft. Sie verfügen über gute Beziehungen zu den Medien. Sie haben Verbündete im Parlament. Auch wenn ich nicht mehr an Ihrem Geschäft beteiligt bin, Jerry. Even if I'm no longer involved in your business, Jerry. Oh, wait a minute. That's something we want to talk about. Will ich gern mit meinen Freunden reden. I like talking to my friends. Wenn nur Deutschland legalisiert, die Franzosen, die Italiener, Holländer, aber nicht gleichzeitig. Du großer Gott, dann wird das hier ein Eldorado für alle Fixer Europas. Das kann doch keiner wollen. If only Germany goes for legalization and the French, Italians, Dutch don't do it at the same time, my God, this place would become an Eldorado for every junkie in Europe. Julio. Sorry. That can't be what anybody wants. Well, there's another thing we wanted to talk about. With all these lies. 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 All those lies.
der Repo-Bank gesprochen. Ich dem 100 Millionen Kredit. Er ist gleichzeitig Präsident der Gesellschaft der Freunde der Universität. Also, da sollst du gelegentlich immer was spenden. So viel verdient nämlich ein Bankdirektor auch nicht. Sollen wir dem direkt was zukommen lassen? Nein, nein, nicht persönlich. Um Gottes Willen. So einem ist der Zugewinn an Reputation wichtiger. Du hast mir doch nie erzählt, dass du Michel Berger kennst. Soll ich dich mit ihr bekannt machen? Hörst du das? Ich finde sie nämlich hinreißend. Und nicht nur die Stimme, gell? Oder will der Stand am Sperrbezirk? Freie Hand im Tüchtigen, mein Prinzip. Ja, gut. Michel, Wund. Darf ich dich von der Möllbach bekannt machen? Ich bin ein großer Verlierer. I can't even begin to tell you how I've been feeling lately. But I have stumbled across something rare, and you use it to bait me. Du siehst sehr hübsch aus. Danke. Warum treffen wir uns nicht mal wieder? In einem schönen Hotel wie in alten Zeiten. Die alten Zeiten sind vorbei. Wir lassen uns Champagner und Kaviar aufs Zimmer bringen? Bitte nicht. Was ist los? Du benimmst dich wie ein Teenager, der sich verknallt hat. Ich habe mich verliebt. Stell dir mal vor. Ach ja? Den kommt die Schlange in den Wald. Behalt Barbara im Auge, hörst du? Kümmere dich ein bisschen um sie, tu mir den Gefallen. Ich möchte immer wissen, wo sie ist, mit wem sie redet. Hör mal, Charlie, schieß die kleine Schnepfe doch in den Wind. Spar dir deine verschissenen Ratschläge. Ich habe hier das Kommando, klar? Ist das klar? Und nenn sie nie wieder so. Nie wieder. Schwarze getroffen. Vielleicht ganz gut, wenn wir, falls nötig, etwas Druck ausüben können auf unseren vorbildlichen Familienvater. Du traust ihm nicht? Es gibt keinen größeren Halunken. Also jeder mit gleichem Sternzeichen hat auch das gleiche Schicksal, meinen Sie? Wenn der Aszendent übereinstimmt. Der Aszendent ist unheimlich wichtig. Oh, das ist doch absoluter Blödsinn. Das ist total beweisbar. Von wem? Mann, das ist doch logisch, dass die Position der Planeten Einfluss auf unser Seelenleben und unsere Persönlichkeit hat. Wieso ist das logisch? Meine Frau glaubt auch daran. Oh, welche Sie sollten auf Ihre Frau hören. Also mehr kann ich dazu nicht sagen. Kennen wir uns nicht? Ich wüsste jetzt nicht, ich vergesse nie ein Gesicht. Sagen Sie mir Ihren Namen. Natürlich kennst du ihn. Ist einer von meiner Truppe. Ach so. Alter Freund von mir. Entschuldigen Sie bitte. Bitte. Ich habe mal gegen ihn ermittelt. Waffenhändler.
Mr. Hessel. Na, Jane. Ja. Vielen Dank. Das war Ihr Stift. Also, wie Sie die Leute im Griff haben, einfach wunderbar. Ach Gott. Ich besitze alle Ihre Schallplatten. Warum haben Sie so lange keine neue gemacht? Das müssen Sie die Produzenten fragen. Ich habe in Hamburg einen Freund, der mag Sie, Plattenproduzent. It's just a question of having it down. Hey, hey, was ist? Haben Sie einen Augenblick Zeit? Was gibt's denn? Nur ein Momentchen. Sorry. Natürlich ist mein Bruder Ihnen dankbar. Sie haben gemeinsam gute Geschäfte gemacht und viel Geld verdient. Aber jetzt hat er den Eindruck, dass Sie nichts mehr mit ihm zu tun haben möchten. Ich lege großen Wert auf seine Freundschaft. Er ist sehr daran interessiert, in Ihr Bauvorhaben am alten Markt zu investieren, um dadurch die Gewinne, die er macht, sauber zu waschen. Ich kann ihn nicht beteiligen, bedauere, Signor Vincent. Bist du sicher? Aber was auch immer ich von nun an. Es ist aus Gold. Ärgerlich. Du hast es nicht zufällig gefunden. Wie kommst du darauf? Man ist zerstreut, vergisst was zu sagen und zu Hause hat man es plötzlich in der Tasche. Verstehe ich nicht. Verstehst du nicht? Weißt du, was ich an deiner Stelle machen würde? Ich würde es suchen. Und ich würde es auch finden. Was ist denn los? Offenbar wird hier geklaut. Ich weiß einfach nicht, worauf du hinaus willst. Ich möchte jetzt rauchen, klar? Und du bietest mir Feuer. Moment mal. Sie halten sich da raus, Herr von Hellberg. Also, worauf wartest du? Tu einfach so, als hättest du einen Scherz gemacht. Sag, es war nur ein Spaß und alle sind zufrieden. Jetzt habe ich dich aber erschreckt, nicht wahr? Komm, sei ehrlich. Der Spaß ist mir gelungen. Soll ich mit dem Typen da Brüderschaft trinken? Was meinen Sie, Baba? Hm? Charlie? Ja. Mhm. Na, wer sagt's denn? Er kann ja noch rot werden. Er kann ja noch rot werden. Du sowas nie wieder, mein Freund, hörst du? Nie wieder mit einem Gast von mir. Also. Das Attentat auf dich
Goldstein steckt dahinter. Habt ihr den Polen? Wir sind zu spät gekommen. Die Bullen hatten ihn schon kassiert. Drogenbesitz. Aber die Leipziger Transportfirma, bei der er beschäftigt war, gehört zu Trade Court Limited. Eine von Jerry Goldsteins Firmen. Was ist mit Vincente? Der glaubt immer noch, dass wir hinter dem Anschlag auf sein Lokal stecken. Was Neues über den verdeckten Ermittler? Mein Verbindungsmann bei der Polizei ist dran. Es gibt ihn sicher. In deiner unmittelbaren Umgebung. Ernst, du weißt, dass ich von Hellberg nicht traue. Ich habe ihm eine Falle gestellt. Von zwei Drogenhändlern erzählt, die eine Menge H anbieten. Niemand außer ihm weiß davon. Es gibt wohl ein paar, die mich fertig machen wollen. Sollen sie es versuchen. Haben schon viele, auf die verschiedenste Weise, mich fertig machen wollen. Da bin ich wirklich ein alter Hase. C'est soir.